Und hier ist das uralte Kloster von Samos in Galizien. Ja, da ist mir jetzt auch noch mal einfach so ins Bewusstsein gekommen. Es kommt doch auch immer darauf an, wie man da hinschaut. Auf die helle oder auf die dunklere Seite. Man könnte jetzt sagen, ja, uraltes Kloster, verstrickt, vernetzt, auch mit all dem dunklen Zeug der katholischen Kirche. Und Zeug ist jetzt so ein Wort, das passt eigentlich nicht. Wirklich mit all den Schrecken, den Gräueltaten, dem Missbrauch, dem Leid, dem ganzen Machtstreben, mit all dem Dunkel. Aber hier ist eine gute, leichte, freie Energie. Ich weiß nicht, ob heute erst oder schon immer. Denn ich meine, viele Mönche, die auch in ihrem Orden verwoben waren mit der katholischen Kirche, waren trotzdem wirklich gottliebende, gottesfürchtige Menschen. Viele Mönche, viele Nonnen. Wirklich gut verbunden mit dem ewigen Gott, mit unserem Schöpfer. Und für mich macht es keinen Sinn, sowas zu meiden, weil man einfach den Glaubenssatz hat, es ist schlecht, es ist dunkel, es ist vernetzt, verstrickt in diese alten, dunklen Strukturen und Machenschaften. Es fühlt sich hier frei an, es ist eine leichte, eine gute, eine wirklich verbundene Schwingung, wie auch immer man es nennen will. Es ist eine echte, starke Verbundenheit mit Gott. Und hier auf dem Camino wirkt dieses Gesetz der Resonanz stärker als normalerweise für Menschen im täglichen Leben. Aber was wir anziehen, welche Lektionen wir empfangen, bekommen, hat was mit uns zu tun, mit jedem einzelnen Menschen. Oder eben, habe ich schon öfter betont, was eine Gemeinschaft, ein Organismus anzieht, hat was mit dem Ist-Stand, mit dem Sein dieser Gemeinschaft zu tun. Das Gesetz der Resonanz wirkt. Und wenn man da so hinschaut, das ist eine ganz andere Sicht, ein ganz anderer Zugang. Dann kann man es annehmen, um zu gucken, wo sollen wir hin? Was soll freigelöst werden, damit das bewältigt ist und eben diese Resonanz so nicht mehr besteht? Natürlich, wenn jemand wirklich dann sagt, wir sind das Schwert gegen die dunkle Seite, wir sind die Aufklärer, das ist natürlich schon noch mal ein anderer Stellenwert dieses Gesetzes. Aber letztendlich, wenn man aufklärt, muss es dringend frei sein von Angst. Den Menschen das bewusst machen, aber beispielsweise jetzt im Hinblick auf 5G auch keine Angst haben. Weil dann schadet es einem erst recht. Vielleicht tatsächlich auch die Vision haben, dass man da drüber kommt, dass dann Stärke, ich sag mal, eine Art Schutzmauer da ist. Manche sagen höher schwingen, andere sagen einfach, dass man sich beschützt sieht, dass man sich gesund darin sieht. Sieht man sich dafür verletzbar und sieht man, dass es einen krank macht, dann wird es das mit Sicherheit auch noch zumindest fördern. Ich sage nicht, dass es gesund ist. Ich sage nicht, dass es ungefährlich ist. Ich sage nicht, dass nicht darüber aufgeklärt werden muss. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber eben die Möglichkeit auch mit reingeben, mit reinstellen ins Netz, in jedweder Hinsicht mit reinstellen ins Netz, dass man sich nicht fürchten muss, dass man geschützt sein kann. Und wenn nicht,
dass dann dagegen angegangen wird, dass die Menschheit reif genug ist, das dann zu erkennen und die richtigen Schritte zu gehen. Ja, all diese Dinge, die sind, finde ich, sehr, sehr wichtig und das kommt mir auch hier auf dem Weg mehr und mehr ins Bewusstsein, wie wichtig das ist und dass ich daran mittun möchte. Dass ich dort ein Mitschöpfer sein möchte, verbunden mit diesen Menschen, die das zum Ziel haben, die das tun, verbunden in Gott.